Also hallo, mein Name ist Andrea de Santiago, ich komme von der Ostbayerischen Technischen Hochschule und meine Frage ist mehr oder weniger Planspiel, dezentral und synchron, geht das? Und die Antwort ist da, wir feiern, ja es geht, ich habe nur 5 Minuten Zeit, meine Message gleich am Anfang. Also das Planspiel haben wir im dezentralen Studiengang Soziale Arbeit durchgeführt und es ist ein Planspiel zur politischen Bildung. Also da geht es um die Arbeit in einer parlamentarischen Demokratie und das Fach ist der Kurs, Moment, politische und sozialwissenschaftliche Vertiefung. Also wir haben den dezentralen Studiengang, wir haben angehende Sozialpädagogen und wir haben diese Lernorte, die miteinander per Videokonferenzsystem, also Raumausstattung, miteinander verknüpft sind. Der Ablauf des Spiels war jetzt so, wir haben Studierende an allen 4 Orten, die sind zum Teil 120 Kilometer von Regensburg entfernt und die haben alle eine Partei an dem Lernort gegründet, anhand von einem Profil. Also zum Beispiel Gerechtigkeit ist wichtig, Freiheit, Sicherheit. Die haben sich also überlegt, okay, wie heißt unsere Partei und was ist unser Programm? Und in Regensburg war noch die Spielleiterin, also unsere Professorin, und die Presse. Auch die Presse hatte Profile, also entweder waren die eher liberal oder konservativ. Also an den Lernorten haben sie dann die Mikros ausgemacht und haben sich beraten und haben sich tolle Namen geben lassen und anschließend haben sie im Plenum dann ihre Partei vorgestellt und ihr Programm vorgestellt. Genau, also das war dann, jeder musste vor die Kamera und musste vor den Leuten durch die, also in die Kamera reinsprechen und es war sehr aufregend für alle, also muss man schon mal sagen. Und im Anschluss daran mussten wir die Wahl nachstellen. Jetzt können wir schlecht irgendwie die Leute, das Volk mit einbeziehen. Also haben die Pressevertreter die Funktion der Wähler übernommen. Das heißt, die Pressevertreter haben die Arbeit oder das Programm der Parteien bepunktet. Und die Partei mit den meisten Punkten hat dann die meisten Sitze im Parlament bekommen. Und die mit den zweitmeisten, die zweitmeisten. Dann gab es natürlich Koalitionsverhandlungen. Kennt jeder mittlerweile zu Genüge. Das heißt, die haben sich zurückgezogen und haben wieder diskutiert und hin und her und Hickhack. Und dann haben sie sich geeinigt, wer welches Amt übernimmt, was ihr Programm ist und sie haben angefangen zu regieren. Um jetzt die Stimmung im Volk wieder nachzustellen, gab es zwischendrin immer wieder eine Abstimmung von den Pressevertretern, wo weitere Punkte verteilt worden sind. Und damit es nicht langweilig geworden ist, gab es so Ereigniskarten, zum Beispiel, dass irgendein Politiker eine etwas undurchsichtige Vergangenheit hatte und zurücktreten musste. Und dann wurden wieder die Reaktionen gemessen anhand der Stimmen von den Pressevertretern. Im Endeffekt war dann die Partei Sieger von dem ganzen Spiel, die die meisten Stimmen zum Schluss hatte. Also nicht die mit den meisten Sitzen, sondern die mit den meisten Stimmen. So, jetzt denkt man sich, okay, und wozu das Ganze? Also, es ist ein Bachelor Soziale Arbeit. Planspiel ist eine Methode in der sozialen Arbeit, die ganz wichtig ist, vor allem für solche, die mit Jugendlichen arbeiten. Und wir haben die Videokonferenzsysteme. Und es ist Freitagnachmittag und wir alle sitzen so da, 3 Stunden lang, irgendjemand redet, die anderen werden aggressiv, weil es interessiert sowieso keinen und ich könnte beim Baden sein und wir sind am Handy. Und das wollten wir nicht. Lernen soll Spaß machen, es soll keinen Stress bereiten und am besten ist es, wenn man es gar nicht mitkriegt, wie viel man lernt. So zum Beispiel hier, wenn wir reden. Und genau das konnten wir beobachten. Die Studierenden haben ihre Handys weiter benutzt, aber sie haben sich gegenseitig versucht zu bestechen mit Schokocroissants, wenn sie irgendwie für sie stimmen. Die, denen nicht das Wort erteilt worden ist, haben Plakate gemalt mit Lügenpresse und in die Kamera gehalten. Das heißt, obwohl sie nichts sagen durften, konnten sie ihre Meinung kundtun. Was das Fazit? Die Studierenden haben sehr viel gelernt. Also wir haben das abgefragt, sie haben gelacht und das Gruppengefühl wurde gestärkt. Also wir haben sogar eine E-Mail gekriegt, wo sich jemand bedankt hat für das Szenario. Also sowas passiert ja nie, ne? Also wir kriegen immer E-Mails, wenn was nicht klappt. Und da stellt sich mir jetzt die Frage, sollten wir vielleicht am Anfang mit einer neuen Kohorte und mit der Einführung des Videokonferenzsystems ein Planspiel machen? Ein ähnliches, was wir irgendwie umsetzen können an den Orten, dass die Leute in die Gruppen zusammenfinden und keine Angst vor der Kamera haben und oder so wie ich hier vorne. Also sollten wir das machen, wenn jemand Ideen hat, sagt mir Bescheid. Ja, wir hätten total Schiffbruch erleiden können. Technik, Studierende, Motivation ist ein Problem.
haben wir also nicht, also riskiert was, probiert es aus, bei uns hat es geklappt und es war es wert.